Ja, die tropischen 30 Grad, die sind jetzt vorbei. Also ich kann jetzt hier meinen Atem sehen. Aber so ist das Leben, alles schrittweise. Der Traum, der verwirklicht sich noch irgendwann. Aber jetzt geht es hier weiter in Deutschland. Und ja, ich möchte euch einfach mal jetzt in diesem Gartenrundgang hier im Februar einfach mal zeigen, was alles bei mir so den Winter überstanden hat, was jetzt noch hier in der Permakultur so ein bisschen wächst. Und da könnt ihr auch ein bisschen gespannt sein, weil ja, erstaunt bin ich am Anfang auch ziemlich gewesen. Also, wir hatten jetzt noch die letzte Nacht Frost. Hier ist überall noch Eis in den Wasserfässern. Und sonst hier neben dem Wasserfass können wir hier unten ein bisschen Kohl sehen. Dort auch ziemlich gut überlebt. Ist auch ziemlich schön. Kann ich dann auch einfach pikieren und einen Topf vielleicht reinsetzen. Dann hier in einem kleinen Kasten ist Salat. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Salat ist. Der ist jetzt auch einfach wild aufgegangen. Und den hat zum Beispiel mein Vater pikiert und dann ins Gewächshaus reingestellt. Also entweder das ist ganz normaler Batavia-Salat oder das ist Pflücksalat. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Und ja, hier ist auch nochmal ganz schön viel. Wenn wir auch die nächsten Tage einfach mal ein paar pikieren. Auf dem Hügelbild wächst jetzt auch noch einiges. Also das, was ihr hier sehen könnt, ist ein bisschen Knoblauch und ich glaube auch Zwiebeln. Aber ich glaube, überwiegend habe ich hier Knoblauch reingesetzt. Kommen auch die ersten Pflänzchen raus, große, kleine. Ich habe sowohl Zehen als auch Samen reingesetzt. Und da sind also von beiden etwas was rausgekommen. Hier vorne ein Stangensellerie, hat auch irgendwie überwintert, ist der einzige größere Pflanze. Und das ist ein Grünkohl, der sich ein bisschen gemütlich gemacht hat. Ich weiß nicht, ich hätte ihn vielleicht ein bisschen tiefer setzen sollen, aber naja, kann man nichts machen. Chillt da so ein bisschen rum im Laub. Aber kann man immer noch gut für den Saft verwenden. Hier vorne sind jetzt auch Salate. Also wie gesagt, hier habe ich keine Pflücksalate gesetzt. Hier an dem Rand, das waren so, ja, Batavia-Salate, Sommersalate. Und da denke ich mir halt einfach, das müssten auch die Samen davon sein. Weil die Pflücksalate habe ich letztes Jahr hier so an die Reihe gesetzt. Und die ganzen großen Pflanzen sind jetzt auch kaputt. Das hier ist der asiatische Basilikum von einem Freund, der dort auch überwintert. Freut mich ziemlich sehr. Und sonst ist ja auch hier auf dem Hügelbeet, kann man überall ein bisschen Knoblauch sehen, der jetzt so rauskommt. Aber sonst ist jetzt hier nicht so viel spektakulär. Das war mal so ein, ja, das war der Kohl, den ihr zum Beispiel vorhin gesehen habt, bei den Steinen. Da habe ich mal ein paar pikiert und in den Boden reingesetzt. Also manche haben es mehr schlecht als recht überstanden. Und hier vorne, da habe ich ein paar Blumenzwiebeln reingesetzt. Aber da kann ich jetzt auch nur wenig sehen, ob da jetzt welche rausgekommen sind. Waren jetzt nicht die Blumenzwiebeln, die jetzt für den Februar rauskommen. Sollten dann die nächsten Tage, oder nächsten Monate im März und im April rauskommen. Und hier auch ziemlich gut überstanden. Dort hinten ist auch nochmal der Grünkohl. Schon an der zweiten Saison so. Nicht in Blüte gegangen wegen meinem Vater, weil er ihn unten abgeschnitten hat. Ganz klassisch wie bei einem Baum einfach am Rumpf und dann ist er noch ganz normal neu gewachsen. Ist auch sehr interessant. Aber freut mich sehr. Immer noch mehr Grünkohl für mich, für meinen Saft. Finde ich auch schön. Hier können wir dann auch mal ein paar, ich weiß nicht, ob das Gras ist oder nicht, aber ich glaube, das ist schon auch wieder sowas wie Knoblauch. Hier genauso. So ein paar Knoblauchzehen, die stecken geblieben sind bei den Erdbeeren. Finde ich schön. Können ruhig drin bleiben. Hier sind auch noch ein paar Möhren, die mein Vater drin gelassen hat. Schauen ziemlich groß aus. Sind drei Stück ungefähr. Und hier kann man auch noch
Phacelia sehen. Ja, ziemlich winterbeständig. Und dann gehen wir einfach mal jetzt hier so ins Gewächshaus rein. Das Gewächshaus ist jetzt einiges wärmer. Wir haben hier zwar jetzt die ganzen Wärmelüfter und andere Sachen drin, haben wir aber nicht eingeschaltet wegen der Stromrechnung und das lohnt sich jetzt noch nicht. Aber wenn hier die Sonne reinscheint, richtig stark, dann kann es schon mal sein, dass es hier 40 Grad drin hat. Hier jetzt steht zum Beispiel Petersilie drin in Töpfen. Und die ganzen, hier unten sind jetzt zum Beispiel Stecklinge von Johannisbeeren. Habe ich auch mal dran gerüttelt, die sind fest, haben auch schon Wurzel gebildet. Dann ein paar Erdbeeren, die Ableger vom letzten Jahr. Und sonst hinten die Orange. Geht es jetzt wesentlich besser als das letzte Jahr. Letztes Jahr hat die starken Frost abbekommen. Jetzt hat die wunderbare schöne Blätter, hat sich gut erholt. Und hier, das ist jetzt der Salat, den mein Vater pickiert hat. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was das für Blätter sind, aber ich freue mich, wenn das jetzt mal so, ja, so ein kleiner Blattsalat ist, den man sich dann später in den Tunnel reinsetzen kann oder hier ins Gewächshaus vor die Tomaten. Das ist auch so eine schöne Sache. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir ja schauen, wie viel Grad es hier hat. Ja, kann man jetzt nicht so gut sehen. Das sind jetzt 27 Grad. Genau. Auf dieser Seite neben dem Folientunnel können wir noch ein bisschen Wirsing betrachten. Also meine Familie, also meine Eltern, haben den jetzt anscheinend übersehen. Das sind jetzt hier noch zwei oder drei Wirsing, die hier noch wachsen. Keine Ahnung, was sie jetzt noch mit dir machen. Einfach mal wachsen lassen. Und hier habe ich noch ein bisschen, ja, die Grasnarbe, wie immer sehr hartnäckig, ein ebenbürtiger Gegner für mich, ein Mitstreiter, genauso hartnäckig wie ich. Und jetzt auch mal ein bisschen mit der Hacke, ein bisschen rummachen, Beete vorbereiten. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Fläche, wo rote Beete auch überwintern wird. Die habe ich jetzt einfach stecken lassen und hier überall, das ist jetzt hier Spinat. Die ganzen Spinatblätter, hier müsste ich auch dringend hacken. Muss ich überall, auch wo der Feldsalat drin ist. Die ganze Vogelmiere ist hier mit dabei. Dort drüben habe ich da auch ein bisschen Spinat rein rangesät. Überall ein bisschen was. Und hier vorne ist jetzt auch ein bisschen rote Beete. Habe ich auch überwintern lassen. Und hier könnt ihr auch noch mal ein bisschen den Spinat betrachten. Und hey, da sind noch ein paar Zwiebeln, die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Hey, ist super. Finde ich sehr schön. Also haben wir den Winter sehr gut überstanden. Und mal schauen, was daraus wird. Auch hier wieder ein bisschen rote Beete, die ich auch im Herbst drin gelassen habe. Und das erstreckt sich jetzt eigentlich hier überall. Da, wo das Vlies jetzt, oder die mehreren Vlies liegen, da habe ich Puffbohnen gerade gesetzt und habe das Vlies drüber gelegt, weil, wenn es noch ein bisschen Frost kommt, höchstens minus 1 Grad haben wir dann, dass sie es ein bisschen wärmer haben, aber ich denke mal, für Puffbohnen ist es jetzt Mitte Februar ziemlich gut, die rauszusetzen. Normalerweise sollten wir jetzt keine Minusgrade erwarten. Hier ein bisschen Mahngold, der schaut auch nicht mehr ganz so toll aus. Und hier auch Feldsalat. Muss aber auch wieder ein bisschen, wie gesagt, gehackt werden. Und da vorne auch wieder Puffbohnen oder die dicke Bohne. Kann man jetzt wunderbar im Februar setzen, um die
ja, die Puff oder die Laus, die die dicke Bohne angreift, dass halt die schon mal vorzeitig bekämpft wird. Das ist jetzt der schönste Grünkohl, der überhaupt jetzt bei mir in der Kultur wächst. Der liegt auch so ein bisschen, aber ist auch ziemlich prachtvoll. Kann man wie immer gut für den Saft gebrauchen. Deswegen habe ich die angebaut. Und hier, das war mein Blumenkohl. Den haben meine Eltern vergessen. Ja, den Frost, den hat der nicht überstehen können. Also, ja, Überwinterungsversuch eher fehlgeschlagen. Zumal ja Blumenkohl ja die Blüte ja essbar ist. Also, das heißt, es ist im Vergleich zu anderen Kohlgewächsen, der Blumenkohl ist halt eine Mischung, weil zum Beispiel der Grünkohl im ersten Jahr bringt er die Blätter, im zweiten Jahr würde er in die Blüte gehen und beim Blumenkohl, der geht ja sofort in die Blüte und den Kopf, den verzehren wir Menschen. Und überall habe ich auch hier Zwiebeln und Knoblauch reingesteckt. Vor allem auch hier auf der ganzen Fläche, wo ich auch dann wieder zukünftig die Kartoffeln setzen möchte. Also hier wieder an der Seite ein großes Feld, die dicke Bohne. Und das ist jetzt ein Rosenkohl, wo auch an der Seite unten ein bisschen der Grünkohl chillt, sage ich mal. Also da liegt da irgendwie so in der Gegend so rum. Das ist ziemlich lustig. Und hier, das ist jetzt ein wunderbarer Rosenkohl, wie ich finde, weil der hat richtig große Rosetten. Also habe ich gar nicht gedacht. Also das sind richtig große. Also da freue ich mich richtig sehr. Habe schon ein paar abgeerntet, einen Saft draus gemacht. Aber das ist wirklich ein wunderbarer Rosenkohl und ich lasse ihn jetzt einfach weiter wachsen. Wenn er in die Blüte geht, kann man ja Samen nehmen. Und hier vorne ist noch ein bisschen Mahngold. Der wird jetzt dann auch nächstes Jahr in die Blüte gehen. Der Grünkohl jetzt nochmal hier von vorne. Und hier überall auf dem ganzen Feld, da habe ich auch vereinzelt Knoblauch, Zwiebeln reingesteckt, versteckt unter dem ganzen Gras. Also hier jetzt zum Beispiel ist einer, den kann man ganz gut sehen. Dort hinten sind auch immer wieder vereinzelt ein paar Sprießlinge, die rauskommen. Da bin ich mal gespannt, wie sie sich noch entwickeln, wie sie wachsen. Sie sind jetzt nicht ziemlich groß, aber das ist jetzt so ein, ja, kleines Update von mir. Im Garten ist jetzt noch, ja, wenig los, ist ja noch Februar. Vorbereitung habe ich ja ziemlich gut getroffen, muss man jetzt einfach nur noch ein bisschen die Grasnarbe aufbereiten, aber wie gesagt, der Rosenkohl, das ist schon, auf den bin ich jetzt stolz. Das kann man von hier sogar die wunderbaren Rosetten sehen. Also in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr einen Daumen nach oben hinterlassen und auch den Kanal kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken. So werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. In diesem Sinne danke ich mich nochmal herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.